Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat sich gestern im Laufe des Tages ein deutliches Plus erarbeitet. Zum Handelsstart war er noch auf Vortagesniveau unterwegs, dann ging es aber immer weiter nach oben. Am Ende lag der DAX dann bei 10.759 Punkten. Das ist ein Plus von 1,4%. Blicken wir nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Franziska Schimpke an dieser Stelle. Schönen guten Morgen. Franzi, wie könnte der DAX denn in diesem letzten Handelstag der Woche starten? Ja, einen schönen guten Morgen. Einmal mehr sieht es freundlich aus für den deutschen Leitindex. Innerhalb dieser Woche haben wir ja doch ein ganz ordentliches Auf und Ab gesehen. Aktuell rechnen wir allerdings damit, dass wir heute noch mal ein Auf sehen, und zwar über die 10.800-Punkte-Marke. Und das würde auf Wochensicht dann quasi eine Stagnation bedeuten. Die Hoffnung ist da, dass eben die Lockerungsmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie weltweit dann eben auch dazu führt, dass es wieder eine Wiederbelebung der weltweiten wirtschaftlichen Aktivitäten gibt. Und hinzu gab es noch freundliche Nachrichten zwischen USA und China. Da hält man und bekräftigt den Willen zur Umsetzung der Handelskrieg-Teilvereinbarungen. Daraufhin sehen wir eben auch richtig starke asiatische Märkte. Der Nikkei über 2% im Plus, Hang Seng 1% und auch der Shanghai Composite legt 0,9% zu. Und 0,9% hat gestern auch der Dow Jones zulegen können. Im Handelsverlauf war er über 1,5% fester unterwegs, hat dann einen Teil dieser Gewinne wieder abgegeben. Aber grün ist grün, und wir erwarten den DAX eben auch grün. Schauen auf Zahlen von Siemens heute, dann aber eben auch wieder auf Konjunkturdaten. Der große US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag steht auf der Agenda. Vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Nach diesem Ausblick auf den Handelstag folgt natürlich wie gewohnt unsere Marktidee an dieser Stelle, und das ist Trägerwerk. Trägerwerk war dank der Produktion von Beatmungsgeräten einer der Gewinner der Corona-Krise. Die Aktie war dementsprechend auf ein 5-Jahres-Hoch nach oben geschnellt. Zuletzt musste der Kurs allerdings eine dreiwellige Korrekturphase verkraften. Der mittel- und langfristige Aufwärtstrend scheint allerdings nicht gefährdet. Im Fokus stehen jetzt zwei wichtige Widerstände. Wenn Sie wissen möchten, wo sich diese genau befinden und wie es weitergehen könnte, dann lesen Sie nach in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns dann am Montag wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin wünsche ich ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.